Pünktlich zum kalendarischen Sommerbeginn verabschiedete sich dieser um 12.30 Uhr. Es regnete, böiger Wind peitschte den roten Sand von den Plätzen durch die Luft. Der Beginn der Achtelfinalspiele verzögerte sich. Die Spieler selbst mussten in das Clubrestaurant Grand Slam flüchten. Dort jedoch erwartete sie am Buffet leckere Speisen. Am ersten Turniertag übrigens gingen 420 Portionen über den Tresen. Kaum waren dann später die ersten Bälle geschlagen, die nächste Zwangspause. Am Nachmittag zeigte sich dann endlich die Sonne, wenn auch zaghaft. Offenbar hatte sie Vorjahressieger Rudi Mollica vom ATP-Rasenturnier in Halle mitgebracht. Aus Verbundenheit zu seinem Heimatclub Rot-Weiß schaute er bei seinen Nachfolgern vorbei. Da sich in der dritten Runde die Felder schon gelichtet hatten, trafen auch gesetzte Spieler nun aufeinander. So im Steffi-Graf-Stadion Favoritin Margarita Bilukin aus der Ukraine auf die Bulgarin Daniela Dimitrova der Nummer 16 der Setzliste. Die topgesetzte Bilukin musste kämpfen. Sie verlor Satz 1 4:6, hielt sich in Durchgang 2 mit 6:0 schadlos. Satz 3 war lange ausgeglichen, ging in den Tiebreak, der mit 7:6 zu 5 an die Ukrainerin ging. Viertelfinale. Spannend auch die Partie von Marta Kustic aus Spanien und Elisabeth Mandlik, Tochter der vierfachen Grand-Slam-Siegerin Hanna Mandlikova. Hier standen sich die Nummer 5 und 11 der Setzliste gegenüber. Siegerin Mandlik siegte sicher mit 6:4, 6:3. Der an 15 gesetzte Henry Squire aus Deutschland musste sich mit der Nummer 4 der Setzung Andrej Stühle aus Tschechien messen. 4:6, 7:6 zu 2, 5:7. In anderen Matches stritten ungesetzte Spieler mit Gesetzten. Eine besonders schwere Auslosung hatte dabei die deutsche Julia Middendorf erwischt. Ihre Gegnerin, die Rumänin Andreea Prisacariu, Nummer 2 an der Hundekehle. Middendorf musste beim 2:6, 1:6 die Überlegenheit der Favoriten deutlich anerkennen. Satz und Sieg, Prisacariu. Die deutsche Jugendmeisterin Alexandra Vekic musste zuvor gegen die Russin Anastasia Tikhonova, Nummer 14, antreten. Ein Tenniskrimi. Satz 1 ging mit 7:5 an die Russin. Vekic holte sich Durchgang 2 mit 7:5 im Tiebreak. Im entscheidenden dritten Satz lag Vekic zurück, schaffte aber das 5:5. Doch dann punktete ihre Kontrahentin zum 7:5-Sieg. Aber auch Ungesetzte spielten natürlich gegeneinander. Eine dieser Paarungen war die der Hamburgerin Eva Lüss gegen die Rumänin Selma Stefanie Kadar. Sie erreichte das Viertelfinale mit einem 7:6 zu 4 und 6:1 Sieg gegen die Deutsche. Mit ihr verabschiedete sich nun die letzte deutsche Juniorin. Wir waren insgesamt mit 7 Spielerinnen aus dem Bundeskader vertreten. Genau, und von denen sind jetzt noch 3 letzte 16. Wir sind von den Mädels sehr positiv angetan. Letzte Woche in Offenbach hatten wir schon richtig gute Leistungen. Die Mara Gut war da im Halbfinale. War auch schön für die anderen zu sehen, dass eine von uns da so weit kommt und die ziehen jetzt nach hier und gewinnen ein paar Runden. Das ist für uns super. So viele Matches fordern ihren Tribut. Spielerinnen brauchten natürlich auch die Hilfe von Physiotherapeuten. Seiten der Rackets rissen, viel Arbeit für Andreas Henschel von der Firma String Service bei STX. In der Turnierwoche müssten er und sein Team etwa 350 Schläger neu bespannen. Die Weltstars von morgen danken es mit klasse Tennis.